Zebra Vision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren. Er ist einer der Neuen in der Mannschaft. Der in Nettetal geborene Turul Erat kam im Juni von Fortuna Düsseldorf zum MSV. Sein Reich ist das Mittelfeld. Hier wird er mit der Rückennummer 29 für Duisburg auflaufen. Wie er den Verein unterstützen will, wird er uns jetzt verraten in einer neuen Folge Kabinengeflüster. Bevor wir mit dem Kabinengeflüster starten, mir wurde da gerade was zugesteckt, was ich dir überreichen darf. Och. Deine Autogrammkarte, frisch aus dem Druck. Wie findest du die? Ja, sehr schön. Ne? Also Dankeschön, dass meine erste Autogrammkarte jetzt hier überreicht hat. Dankeschön. Sehr gerne. So, dann starten wir mal. Mit der ersten Frage. Bitte schön. Hallo, ich bin Philipp, bin 9 Jahre alt und ich würde gerne von dir wissen, mit wie vielen Jahren du angefangen hast, Fußball zu spielen. Ja, erstmal danke, Philipp. Ne, mit wie vielen Jahren habe ich angefangen? Also mit 4 Jahren habe ich angefangen, Fußball zu spielen. Damals in Nettetal bei mir, im Dorfverein. Und ja, jetzt bin ich 23, 24 und mittlerweile seit 20 Jahren spiele ich Fußball. Nicht schlecht. So, dann machen wir weiter mit der Frage, wie hast du dich gefühlt, als du zum ersten Mal für die Nationalmannschaft nominiert wurdest? Also es war auch vor 3-4 Jahren. Unser damaliger Trainer war Berti Vogts. Natürlich war ich aufgeregt, den erstmal kennenzulernen. Und unser erstes Trainingscamp war in Dubai. Natürlich auch mal so, man ist mal in Dubai. Ne? Und es war auch sehr schön da. War sehr aufgeregt da in den ersten Trainingstagen. Habe ich mich so erstmal eingelebt und hatte auch sehr gute Gespräche mit Berti Vogts, dass ich mich auch ganz normal verhalten kann. Und dann ging das auch ganz normal. Also von Nettetal gemeinsam mit Berti Vogts nach Dubai. Ja, so kann man sagen, genau. Also ich war, wie gesagt, in ganz normal Nettetaler Dorfkind und dann auf einmal war ich in Dubai mit Berti Vogts. Und das kann man ja als so eine Erfahrung mitnehmen. Wir machen weiter mit der nächsten Videofrage. Welche Faktoren waren ausschlaggebend für dich, dass du dich für den MSV und damit für eine niedrigere Spielklasse entschieden hast? Okay. Also was heißt niedrige Klasse? Also ich kam ja von der zweiten Mannschaft, das war ja die Regionalliga und jetzt bin ich in der dritten Liga. Also man kann quasi sagen, dass ich eine hochgegangen bin. Und also ich hatte sehr gute Gespräche mit Ilja Grujev und mit Ivo Grilic. Ich hatte auch andere Angebote aus der gleichen Liga oder aus der türkischen Liga, aber ich habe mich dann für Duisburg entschieden, weil hier die Perspektive besser ist für mich und dass ich mich hier weiterentwickeln kann. Das war halt dann sehr wichtig für mich. Die nächste Frage knüpft da so ein bisschen dran an. Wie war es für dich, von Düsseldorf nach Duisburg zu wechseln, wegen der Rivalität beider Vereine? Es kam übrigens sehr oft in die Richtung. Duisburg-Düsseldorf versteht man sich ja nicht ganz so. Ja, das wusste ich ja schon vorher. Aber Fußball sollte man nicht dann auf Rivalität gucken. Man sollte gucken, wo man sich halt weiterentwickeln kann, wo man sportlich weiterkommt. Und das war dann Duisburg dann für mich am besten. Und dann habe ich mich für Duisburg entschieden. Und das nächste Video. Video nochmal. Hey Juri, was für Ziele hast du mit dem MSV in der Zukunft? Also mit dem MSV natürlich jetzt in der Saison wollen wir oben mit dabei sein, oben mitspielen. Wir haben sehr gute Spieler in der Kader und ich denke, dass wir das auch schaffen sollten, sag ich mal. Und in der Zukunft natürlich, ich will so lange wie möglich hier bei MSV spielen, Stammspieler werden und gute, sehr erfolgreiche, sag ich mal, Erfolge in dem Sinne feiern. Die nächste Frage. Gehst du an freien Tagen eher Party machen oder bist du der ruhigere Typ, der sich gemütlich mit ein paar Freunden trifft oder etwas mit der Familie unternimmt? Ich bin so, wenn wir so nach dem Spiel Tag frei haben, dann bin ich eher so der ruhige Typ. Dann bin ich mit meinen Jungs immer halt zu Hause, Playstation-Abend, gemütlicher Filmabend, da bin ich immer dabei. Dann gibt es jetzt das nächste Video. Ein Video noch. Spielst du auf deinem Handy Pokémon? Nein. Hast du denn früher Pokémon geguckt? Ja klar, früher habe ich schon Pokémon geguckt, nach der Schule immer. Aber ich gucke lieber halt eine Serie, als anstatt mit dem Handy da rumzulaufen. Was war dein Lieblings-Pokémon? Lieblings-Pokémon war Shiggy.
Okay, Can fragt, welcher Teil deiner Familie kommt aus der Türkei und welcher aus Aserbaidschan? Also meine Großeltern waren in Aserbaidschan. Dann kamen die halt in die Türkei und haben da halt gelebt. Und dann kam mein Vater und meine Mutter halt in die Türkei. Und dann kamen die dann nach Deutschland halt, immer halt eine Runde weiter, sag ich mal. Und ja, dann bin ich auf die Welt gekommen. Multikulti. Genau, so ist das. Und die letzte Frage. Hast du eigentlich einen Glücksbringer, den du mit zu den Spielen nimmst? Ja, Glücksbringer sag ich mal nicht, aber mein Vater kommt immer, jedes Spiel, also jede Heim- und Auswärtsspiel zu meinen Spielen. Meine Freundin kommt immer. Die kann ich als Glücksbringer dann bezeichnen. Dann hoffen wir mal, dass die diese Saison auch Glück bringen werden. Und Dankeschön, dass du beim Kabinengeflüster mitgemacht hast. Ach, kein Problem, gern geschehen. Marc Flecken ist Spieler des zweiten Spieltags. Duisburgs neue Nummer 1, Marc Flecken, ist nach seinem Tor im Spiel gegen den VfL Osnabrück zum Spieler des zweiten Spieltags der dritten Liga gewählt worden. Mit 80,3% der insgesamt 1.121 Stimmen beim DFB-Voting setzte sich der 23 Jahre alte Schlussmann deutlich gegen die Konkurrenz durch. Flecken traf nach einem Eckball mit der Hacke in der vierten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 Ausgleich und sicherte dem MSV damit den Punktgewinn. Als Torwart kommt man nicht so oft mit nach vorne. So, wenn man die Gelegenheit hat, muss man sie natürlich auch mal nutzen. Naja, aber gut, das gibt ein gutes Gefühl. Das gute Gefühl soll man auch mitnehmen Richtung die nächste Spiele und das nächste Spiel wieder Gas geben für die 3 Punkte. Am kommenden Samstag geht es für die Zebras gegen die zweite Mannschaft von Mainz 05 wieder um 3 wichtige Punkte im Aufstiegsrennen. Anstoß ist am 13. August um 14 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena. Zebrahort erstrahlt in neuem Glanz. Seit der Saison 2012-2013 kommen auch die ganz kleinen MSV-Fans bei Heimspielen auf ihre Kosten. Während Eltern das Geschehen auf dem Rasen verfolgen, können sich Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren im Zebrahort austoben. Das können sie nun in einer rundum erneuerten Umgebung mitsamt neuem Spielzeug und neuem qualifiziertem Personal tun. Tickets für die Kinderbetreuung im Zebrahort können sie für 10 Euro im Zebra-Shop erhalten. Zebravision wird Ihnen präsentiert von Schauinslandreisen. Ihr Duisburger Reisespezialist für weltweiten Traumurlaub seit beinahe 100 Jahren.